Zu Hause, wo ist denn jetzt die Hauptmission? Das müssen wir machen. Da wäre das jetzt. Das ist ja schon recht in der Nähe, würde ich mal behaupten. Wollen wir das denn erstmal machen? Ich glaube, wir machen das tatsächlich. Weil ich will jetzt ein bisschen auf die Hauptmission eingehen. Weiß nicht, jetzt bin ich im Forschungslabor. Da wollte ich gar nicht hin. Wo komme ich denn? Moment mal. Ich geh mal ganz kurz. Sieht alles in Ordnung aus hier. Mhm. Wie komme ich denn hier wieder raus? War das hier? Oder war das da oben? Wie komme ich hier raus? Das würde ich gerne mal wissen. Oberdeck. Hier geht's zum Oberdeck oder? Tür. Das ist ein Terminal. Das dürfen wir natürlich nicht angucken. Patient. Ach, ich glaube, hier waren wir sogar schon vorher. Hallo. Moin. Moin. St. Monica segne Sie. Ich bin Pater Clifford von der Kirche von St. Monica. Wer ist diese St. Monica? Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Ich würde gerne etwas für die Kirche spenden. Nee. das bringt ja nichts hier, ne? Sie sind Priester? Ja, ich bin Priester. Ganz River City ist meine Gemeinde. Kommen Sie diesen Sonntag doch zur Messe. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von St. Monica. Ich würde gern etwas für die Kirche spenden. Wirklich? Ich meine, gerne. Wir freuen uns demütig über jede Gabe, doch fällt St. Monikas Blick am wohlwollendsten auf Spenden von 100 Kronkorken oder mehr. Ich habe 50 Kronkorken, die ich spenden kann. Ich kann nur 10 Kronkorken abgeben. Kronkorken? Ach, ich dachte, ich könnte Ihnen ein paar andere Sachen geben. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber wir haben keine Verwendung für Ihre weggeworfenen Besitztümer. Mhm. St. Monica segne Sie. Der will das Geld wahrscheinlich für sich selbst einstecken. Da gibt's ein Motel, Marktplatz. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Mhm. Willkommen im Weatherly Hotel. Sir. Willkommen im Weatherly, Mr. Buckingham, zu Ihren Diensten. Wer ist dein Besitzer, Rostlau? Ich diene Miss Vera Weatherly, der Besitzerin des Weatherly Hotels. Was ist das für ein Ort? Dies ist das Weatherly Hotel. Es ist das beste Hotel von Rivet City. Hm, wie viel kostet ein Zimmer? Ein Zimmer kostet nur 120 Kronkorken. Ach nur... Ich habe leider keine 120 Kronkorken. Ein beklagenswertes Versehen Ihrerseits. Wir freuen uns, Ihnen unsere Dienste anbieten zu können, sobald Sie über die erforderlichen Mittel verfügen. Was haben Sie zu essen? Das frage ich jetzt nicht, weil dann handeln wir wahrscheinlich oder so. Oder ich frage trotzdem. Bitte, bestellen Sie. Genau, das meinte ich. So, das wäre vorerst yes, alles. Sir. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Aha. Nichts dringt durch diese Wände. So, hier sind wir denn. Ach so. Wir dürfen hier aber auch nichts looten. Dann mache ich wieder ganz höflich die Tür zu. Willkommen im Weatherly Hotel. Ich bin Ihre Gastgeberin, Vera Weatherly. Okay, das kriegen wir nicht hin, ne? Haben Sie irgendwelche interessanten Klatsch gehört? Wie viel kostet ein Zimmer? Wissen wir schon. Vera, ihr Neffe Brian hat seine Familie verloren und braucht ein neues Zuhause. Das ist die... Oh. Was ist das? Das ist Geschichte. Ich frag das mal. Der arme Kleine. Ich weiß, wie das ist, Mutterseelen allein zu sein. Ich würde ihn liebend gerne bei mir aufnehmen. Keine Sorge,
Ich kann ihn ernähren und pflegen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass er in Sicherheit ist. Yay. Brian wird sein neues Heim lieben. Ich schicke ihn in Kürze vorbei. Lassen Sie mich einen Moment darüber nachdenken. Oh, das ist wunderbar. Sollten Sie mal wieder nach Rivet City kommen, dann besuchen Sie uns doch mal. Sie sind jederzeit willkommen. Yay, Sie haben Karma dazu gewonnen. So, die Aufgaben aus, für die ich programmiert wurde. Also manche zurzeit Leute sind immer in Eile. Ich auf neue Befehle. Ja, auf neue Befehle. Sieht alles in Ordnung aus hier. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo es hier rausgeht. Es ist fast ähnlich wie Megaton hier, dass ich hier überhaupt nicht hinterherkomme. Bannons Tür. Nicht abgeschlossen. Bridge Tower. Was ist denn der Bridge Tower? Ich gehe mal nach oben. Bridge Tower. Mal gucken. Ich bin gespannt. Hallo. Moin. Marktplatz. Ich würde so gehen alles looten, ne? Aber geht ja nicht. Wir haben jetzt schon gerade Karma dazu gewonnen. Deswegen zu Rivet City. Ach du Scheiße. Geil. Das sieht ja mal so ultra mega nice geil aus. Das ist krass. Das sieht wirklich genial aus. Das sieht krass, das sieht voll, hat was. Das sieht so episch aus. Vor allem, wenn man so weit gucken kann auch, ne? Geh ich wieder rein. So, dann... Ich müsste ja eigentlich wieder runter, um rauszukommen. Altmetall hat ja auch sogar jetzt einen Sinn nochmal für uns. Man kann hier sogar... Kann man hier... Kann den nicht runter? Ich würde mal gerne hier runter. Kann man hier nicht runter? Ich will hier runter. Oh, man kann hier also nicht runter. Das ist aber nicht gut. Scheiß Spiel, ich spiele das nie wieder. Kack Game. Mm-mm. Kommt so in die Fallout 3. natürlich nur Spaß. Da waren wir gerade eben schon. Sonst kann ich wieder runter. Wirklich ist ja gerade auf das Dach oder was auch immer das da. Was? Hier kann man auch hin. Ah, und dann wäre man hier auf dem Dach oder was? Nein, man kann hier runter. So, speichere hier einfach mal. Kann man zufälligerweise in so ein Flugzeug rein? Das wäre so genial. Aber das kann man nie. Nee, kann man nicht. Aber das wäre so genial, wenn man das könnte. Ich würde mir den Arsch abfeiern. Das wäre so... Oh, wäre das genial. Wenn man hier einfach so rumfliegen könnte übers Ödland. Das wäre doch mal nice. Oder? Sieht alles in Ordnung aus hier. Ich glaube, ich würde das so dermaßen feiern, wenn man wirklich... ja, wenn man wirklich darüber fliegen kann, einfach. Hey, ist das ich bin hier? Nicht auf Ärger aus. Erzählen Sie mir nichts von Ihrem Problem. Aha, okay. Du nimmst nicht. Wo geht's hier lang? Mitteldeck. Wobei, beim Mitteldeck gehe ich erstmal nicht hin, weil ich möchte nämlich wieder zum Ödland. Hier ist eine Bar. Könnte man sich mal was zu trinken kaufen, wenn man möchte. Wo geht's hier hin? Da darf ich hin. So, ich werde mich gleich mal zu Graydutch wieder hin teleportieren. Und ganz kurz,
ja den Brian mal erzählen, wo er jetzt demnächst wohnen wird. Damit wir die Quest einfach mal weg haben. Sag mal, wo geht's hier hin? Science. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gar nicht mehr rauskomme. Mann, ist das. Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Marktplatz. Hier ist das Flugzeug, da waren wir auch schon. Hier ist das Forschungslabor also wieder. Oh, so sieht man es wieder. Okay, dann die andere Tür will ich nochmal ausprobieren. Mal gucken, was da drin ist. Ah, geht's auch wieder zum Forschungslabor. Gut. dann wo geht's hier hin? Kentelis-Tür. Natürlich wieder ganz höflich mache ich die Tür zu. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo. Da könnte man mal einbrechen, wenn man mal. Wenn man mal Lust hat, aber ich habe gutes Karma, von daher zum Treppenhaus. Aber wo komme ich denn hier? River City? Ah. Sieht aber schon genial aus, ne? Das sieht doch schon. Hat was Cooles. So, dann. Zucke ich wieder meine Wäffchen. Und dann. Will ich mich mal ganz kurz. Weltkarte und da können wir uns noch nicht in teleportieren. Ich will nämlich ganz kurz zu Graded. War das hier? Das war Graded. Also, sie können. Wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, aber das sind doch keine Feinde. Ich weiß. Kann ich mich jetzt vielleicht teleportieren? Das ist ja nicht im Ernst. Das zählt als Feinde. Erkannt. Wir erstmal hier ein paar Kilometer weiter wegrennen. Geht das vielleicht jetzt? Ich wünschte mir. Oh. So, hier sind ja eigentlich im Grunde keine Feinde mehr in der Nähe, oder? Ja, jetzt geht's. Wir sind immer noch beim gleichen Punkt, wo wir gerade eben schon waren. Bei Level, also leveltechnisch. Ich guck mal ganz kurz, wie viel uns noch fehlt fürs Level. Naja, gut. Da ist jetzt nicht mehr, ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Hallo? Ich hoffe, Sie haben ein Zuhause für mich gefunden. Klar doch, Brian. Vera hat gesagt, sie nimmt dich auf. Sie haben sie tatsächlich gefunden? Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich kann kaum glauben, was Sie alles für mich getan haben. Die meisten Leute wären einfach weitergegangen, wenn ich heulend auf Sie zugerannt wäre. Ich packe meinen Krempel zusammen und bin dann sofort weg. Besuchen Sie mich mal irgendwann. Oh, wir sind gleich. Wir müssen fast Level ab. Fast im Level ab. Ja, damit haben wir die Aufgabe auch mal erledigt. Ich frage jetzt einfach gar nicht nach, woher Brian jetzt weiß. Woher Brian weiß, wo er jetzt hin muss. Im Kontrollraum von Projekt, da genau, wollen wir das mal machen? Ort anzeigen, das wäre denn jetzt hier der hier. Dann gehe ich mal ganz kurz, dann teleportiere ich mich mal ganz kurz zu River City. Ja, dann müssen wir wieder raus. So, gehen wir zu River City. Das ist ja ein ganz kurzer Weg, das geht ganz schnell. So, wir sind fast Level 8, yay! Und dann gehe ich auf. Scheiße, auf was wollte ich gehen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf irgendwas wollte ich gehen. Auf Sprache wollte ich, glaube ich, gehen, oder? Ich glaube, auf Sprache war das. So, wo müssen wir hin? Einfach nur geradeaus. Okay, das ist ja genial. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, wir müssen aber übers Wasser, oder? Oder gibt es da irgendwie eine Brücke? Der muss ja, ne?
kann es mir sonst nicht anders vorstellen. Oder wie sieht das da aus? Ja, wahrscheinlich da über die Brücke. Irgendwie, irgendwo gibt es da schon eine Brücke. Ich mache mir jetzt keine Sorgen. Gut, also Graditch, ich glaube, dass Graditch jetzt so ein Ort ist, da müssen wir nicht mehr hin. Den haben wir jetzt abgeschlossen. Brian haben wir jetzt ein Zuhause besorgt. Wir sind jetzt ein bisschen weiter mit der Hauptmission gekommen. Was ich ja eigentlich wollte. Aber die Hauptmission ist jetzt so lalala, finde ich, bis jetzt. Also ich meine, wir werden jetzt nur die ganze Zeit hin und her geschickt. Aber das ist ja nicht, die Hauptmission ist ja nicht das Hauptziel des Spiels. Ich gehe mal gerade hier auf. Das ist ein... Scheiße. Das ist ein Supermutant, hör mal. So, hier haben wir freie Sicht. Ich versuche mal zu treffen. Ich habe sogar getroffen. Warte, ich lade nach. Und letzter Schuss. Yesing. Oh Mist, da ist ja noch einer. Oh. Lass mich ganz kurz speichern. So. Lass mich nachladen. Bis. Foto 3 funktioniert nicht mehr. Moment mal. So, mein Gott, groß. Spielen. Spielen. Funktioniert das noch? Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert noch. Ich trinke in der Zeit mal ganz kurz was. Oder? Ich trinke gleich mal was. So, ganz kurz. 1, 2, 3, Pock. So, weiter. Ja. Ich hoffe, das funktioniert alles. So. Ich hoffe, die Aufnahme ist noch nicht kaputt. Aber habe ich mit Action noch nie Probleme gehabt. Oh! Muss ich ja mal sagen. Da ist noch einer. Das kommt jetzt aber ganz schön unpassend. Oh, scheiße, ich habe jetzt keine Munition mehr, ne? Gut, kann ich jetzt entspannt looten? Oder wie läuft das jetzt hier ab? Kann ich da lang? Geht das irgendwie? Weil ich mir natürlich den Loot kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. So. Da ist gerade Fallout 3 irgendwie abgestürzt, aber naja, Windows 8. Es liegt nicht an Windows 8, es liegt einfach an Fallout. Da ist das ja nicht so kompatibel. Da muss man auch ein bisschen rumspielen, damit man es überhaupt auf Windows 7 und 8 überhaupt hinkriegt. Da war es irgendwie logisch, dass das irgendwann abstürzen wird. Aber gut, damit habe ich gerechnet. Deswegen als kleinen Tipp, falls ihr mal Fallout aufnehmen wollt, nicht mit Traps oder so, weil da geht euch die Aufnahme kaputt. Oder geht euch da mit Traps die Aufnahme kaputt? Ich glaube schon. Also, bin ich erschrocken. Du Drecksack. Ich werde deine Arme fressen, wenn du tot bist, Menschlein. Menschlein, weißt du, er verniedlicht mich, aber ist 100 mal größer und ich kriege ihn trotzdem recht schnell kaputt. Kaputt kriege ich ihn. Wir sind bald übrigens voll, ne? Ja, die Waffe ist gut für die Supermutanten, muss ich sagen. Was ist das denn? Es sieht voll eklig aus gerade. Hab ich das Sturmgewehr noch? Oh, da habe ich sogar noch einigermaßen. Ja, wo ist denn das Teil jetzt? Ich sag, das ist schon tot. Ah! Munition, ne?
Okay, ich muss sagen, mit dem... Mit dem Sturmgewehr geht es wesentlich schneller. Also die tot zu kriegen, geht es auf jeden Fall 100 mal schneller. Es geht 100, wirklich 1000 mal, wenn nicht 100 mal schneller, die mit einem Sturmgewehr tot zu kriegen. Das Ding ist Munition. Also Munition ist hier wirklich... Ja, also eine Sache, die hat man nicht. Die hat man nicht sehr viel. Die hat man einfach nicht in Massen. So, ich hoffe... Was? Ich werde mich wahrscheinlich gleich wieder erschrecken. Ich habe gerade Schritte gehört. Vorsicht. Es hat sich ausversteckt. Attacke! Wieso hat sie denn... Oh. Nein! Der trifft ja gar nicht. Hat sich ausgezielt oder was? Also der hat wirklich gar nicht... Der hat ja null getroffen. Also mal ernsthaft. Die sehen so richtig riesig aus, aber machen keinen Schaden. Mutanten-Biest. Warte, lass mich nachladen. Ist das irgendwie ein... Ist das ein besonderes Vieh oder so? Scheiße, ich glaube, die Munition reicht nicht mehr. Hat sich eine Waffe geholt? Penner. So, ganz kurz. Wir haben noch einen Schuss. Und wir sind übrigens Level hoch. Soll ich jetzt auf Sprache gehen? Schleichen wollte ich auch auf 30 machen. Kleine Waffen mache ich mal auf 20. Und Sprache soll ich mal machen. Zu überzeugen, damit wir schön überzeugen können. Ah, waffenlos, nee, macht keinen Sinn. Was könnte man noch machen jetzt? Die Fähigkeit Völkchen beeinflusst Ein- und Verkaufspreis von Gegenständen. Ja, warum nicht, ne? Da können wir eins auch natürlich noch ändern. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr tragen oder so. Vatersöhnchen. Fünf weitere Punkte auf Wissenschaft und Medizin. Könnte ich natürlich wieder machen. Waffenfreak sind geradezu davon besessen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit dem weiteren Rang des extra Waffenfreak erhalten sie weitere 5 Punkte der Fertigkeit kleinen Waffen und reparieren. Ich mach das einfach mal. So, haben wir ein bisschen die Sprache noch gelevelt. Ich mal, wieso nicht? Wieder Granate. So. Habe ich den einen hier auch gelootet? Ich weiß es nicht, weil ich... Bin da jetzt nicht gerade konzentriert drauf? Ja, habe ich glaube ich schon. So, dann... Ich muss sagen, die Supermutanten sind eigentlich recht easy, sind sie. Wenn man gut trifft. Wenn man gut trifft und... Trotzdem verbraucht man recht viel Munition. Meine Nase. So. Ich bin schon wieder bei 3 Stunden Aufnahme, deswegen bin ich schon wieder flippy drauf. Meine Nase. So. Sollen wir noch was? So, ich glaube, das war's mit unserem, mit meiner Munition. War
warte, lass mich eine Waffe auswählen. Ach, kacke, ich glaube, wir haben bald Munitionsprobleme. Teste die einfach mal aus. Oh, okay, das ist ein schlechter Moment zum Austesten. Ich hab eine bessere Idee, was man austesten kann. Einerseits eine Splittermine. Blick hin! So, pass auf. Meine Nase. Splittergranate. Warum müsst ihr dummen Menschen immer kämpfen? Das frag ich dich doch. Verdammte Scheiße. So. Wie viel, wir brauchen. Oh, es geht sogar noch eigentlich. 5800. Dann sind wir wieder Level up. Also, wir haben ganz schön viel mitgenommen gerade an Schaden. Hundefleisch. Wieso nicht? Das bringt nur ein TP. Ich glaube, das brauchen wir eher zum Craften oder so, ne? Mürlückfleisch. Hauptsache, wir haben ein bisschen HP wieder. So, das Ding ist, ich brauche eine gute Waffe, die man jetzt auch verwenden kann. Maschinenpistole kann ich eigentlich mal so reparieren, ne? Kann ich auch reparieren. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Abgesägte Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob die gut Schaden macht. Irgendwie. Maschinenpistole, die macht 19 Schaden. Ich teste die einfach mal aus. Ist das nicht eigentlich eine Zweigriffwaffe? Der hält die ja mit einer Hand, ne? Na gut. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Zweigriffhand. Ist leer. Gut, noch läuft die Aufnahme, weil ich nicht sprechen kann. Manchmal geht die denn aus. Wegen meiner Stimme. Aschenbecher. Nee, brauchen wir nicht. Ich habe Angst, dass ich noch welche kommen. Da kann man runter. Also ob man da runter schwimmen kann, weiß ich nicht. Vielleicht ist da ja irgendwas Secret-mäßiges. Weiß es ja nicht. So, dann Clipboard, Kaffeetasse. Brauchen wir alles nicht. Hier ist okay. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt reingegangen bin. Eigentlich war das gar nicht mein Ziel, hier reinzugehen. Hier ist ein Terminal, was nicht mehr funktioniert. Kaffeetasse, Bleistifte. Der wiegen alle. Einen Scotch kann man mitnehmen. Was? Bessere Zeiten? Das war eine Notiz, ne? Zimmer, der sich derzeit in Rivet City aufhält, ist auf der Suche nach einem Androiden. Er glaubt, der Androide könnte sein Gesicht rekonstruieren und seine Erinnerungen löschen lassen haben. Diese Tests waren ergebnislos, aber Madison und ich sind überzeugt, dass es sich um ein Problem mit dem sekundären Filtersystem handelt. Wir werden die Ausrüstung neu kalibrieren und es morgen nochmal versuchen, damit... James, bitte, ich arbeite. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Das ist also der nächste Schritt. Wenn wir die benötigten Ergebnisse erhalten, werden wir mit... James, stopp! Ich muss diese Notizen beenden. Wir werden die Probleme mit den Strahlungsminderern untersuchen. Das sollte... Au! James! Jetzt? Wir sollten nicht. Okay.
Eine merkwürdige Audi-Dings, das war aber von unserem Vater, ne? James ist unser Vater, ne? Das habe ich schon, ich merke mir, ich habe es nicht mit den Namen. Aber James ist unser Vater und ich glaube, das war unsere Mutter. Ja, Munition, warum nicht, ne? Red Away, nehme ich alles mit. Das sogar gerne. 32er Pistole. Ah, so. Hier ist irgendwie alles nur Schrott. Sonst können wir, glaube ich, eigentlich wieder raus, oder? Oder haben wir sonst noch irgendwas verpasst?